Grüßt euch und herzlich willkommen zurück zur Folge Nummer 4 und ja, zum Spiel Nummer 3 unserer RTG. Ja, in der letzten Folge haben wir glorreich gewonnen, 6:1, und heute gibt's kein Let's Play, nein, heute wird das Commentary ausprobiert. Das heißt, ich habe das Spiel schon im Vorfeld aufgenommen und werde es jetzt einfach nachkommentieren. Wie ihr seht, wir haben einen Sieg, eine Niederlage. Ja, die Niederlage kommt dank EA leider ihnen zur Rechnung. Wir haben nichts weiter groß gemacht. Und ja, die Verbindung unterbrochen, fertig. Und das war's dann auch wieder. So, und da suchen wir uns jetzt erstmal unseren Gegner. Ihr seht, Fitness passt noch alles. Chemie ist fast überall auf 9. Und da schauen wir jetzt erstmal, wen wir als Gegner zugelost bekommen. Ja, die Mannschaft ist FC Real Ponzern. Und jetzt schauen wir uns mal die Mannschaft an. Wie ihr seht, es ist ein relativ stark besetztes Goldteam. Also stark besetzt im Gegensatz jetzt zu unserer Mannschaft. Aber die Chemie ist wieder mal sehr, sehr schlecht. Ich verstehe nicht, warum manche nicht einfach Formationskarten oder Positionskarten kaufen. Und ja, einfache Spieler für 350 Coins, das ist nicht viel, aber stattdessen werden sie einfach mit einer schlechten Chemie spielen und hoffen wir einfach, dass das positiv für uns ausgeht. Ja, wir haben Anstoß, schalten wie immer auf defensiv und ja, die Seko am Ball spielt raus auf Karkuru. Auf Martinetti, versucht ihn durchzustecken, da steht er aber ganz gut hinten mit einem weiten Ball rüber. Jetzt ist er auf dem Außen. Bianchi gut antizipiert, spielt ihn gleich rein auf Martinetti, lässt ihn rein auf Aquilanti. Und er geht auf der Linie entlang, hakt kurz ein, spielt wieder rein. Was macht Doninelli? Doninelli schießt, gut abgeblockt vom Gegner, der jetzt wahrscheinlich einen schnellen Konter fahren wird. Aber nein, er macht das Spiel langsam, hakt ein, versucht irgendwas bei der Ballnahme, kriegt den Ball irgendwie zu Muniain, aber der Pass, der war einfach zu weit. Ja, die ersten Videos sind draußen, ich hoffe, euch gefallen sie und gebt mir ein kleines Feedback. Hier verlieren wir den Ball. Wie gesagt, ich möchte natürlich euren Wünschen, euren Kritiken, ja, gerecht werden, versuche alles zu verbessern. Deswegen schreibt einfach so viel ihr wollt in die Kommentare bei Facebook oder Twitter. Das ist völlig egal. Hier verlieren wir wieder den Ball. Der Gegner kommt über die Außen. Aber wir antizipieren heute richtig gut. Spielen hier einen Doppelpass. Karkuru jetzt auf der Linie, spielen raus auf Lampuki. Der hakt ein, verliert den Ball, hakt nochmal ein. Das macht er gut. Da kommt die Flanke. Martinetti. Ja, schade, abgefangen. Und dann läuft der Konter vom Gegner. Er geht auf die Außen. Medina am Ball macht einen kurzen Trick. Spielt ihn durch die Gasse. Das spielt er sehr gut. Jetzt ist er durch. Wir rutschen. Ist immer. Kommt weiter rein. Kommt weiter rein. Ja, da stehen wir aber auch. Die Abwehr steht wieder glänzend. Wir spielen hier den Hackepass. Und dann den hohen Laufpass auf Doninelli, der ist leider nicht schnell genug. Und dann ist der Gegner am Ball mit Turan. Turan lässt nach außen prallen, wieder Turan. Nach außen mit, was macht er? Hackt ein, nochmal eingehackt. Und dann macht er einen Backshot und ja, Glück gehabt, gut reingekrätscht von unseren Innenverteidigern. Aber hier verlieren wir leichtsinnig den Ball, das darf gar nicht passieren. Ist ein ziemlich ausgeglichenes Spiel bis jetzt, keine großen Torchancen. Lampuki kriegt den Ball nicht, der Gegner kommt zur Flanke. Aber der Torhüter steht da. Wir werfen ganz schnell ab auf Karkuru, der nach vorne geleitet auf Martinetti. Verliert den Ball, aber kriegen wir zum Glück nochmal wieder. Jetzt kommt der Angriff. Rechts Aquilanti. Hackt ein, wird gefault, das muss der Elfmeter geben.
Gibt's nicht. Freistoß anscheinend. Auf jeden Fall gelbe Karte für Bedimo. Und das ist der Freistoß aus, ja, ausreichend sicher Position. Ich komme gerade nicht aufs Wort. Bah, Frosch im Hals. Und ja, der Freistoß war natürlich für die Cuts. Aber ja, was soll man machen? Die Werte sind nicht gut. Und da muss man schon ein bisschen Glück mit haben, um das hier zu treffen. Der Gegner läuft wieder ins Aus. Übrigens, das Wort aus aussichtsreicher Position. Das wollte ich sagen. Ja, passiert. Manchmal fällt einem einfach das Wort nicht ein. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Jetzt aber erstmal Turan mit dem Roulette rausgespielt. Aber wir stehen wieder sicher wie die Bank von England, würde jetzt der Kommentator sagen. Ja, unser Gegner ist ja gleichwertig, aber mit einem schlechteren Team hier haben wir die gute Idee. Und wieder der Ball ins Aus. Ja, zum Ablaufplan muss man sagen, ich werde ihn bei der Kanalübersicht, werde ich immer den Kanal-Uploadplan von der bestimmten Kalenderwoche eintragen. Wir sind jetzt in Kalenderwoche 24, nee, 26, 26 sind wir. Und ja, was ich ja noch sagen wollte, hier kriegt es aber ein übles Foul vom Gegner am Torhüter und der kriegt zu Recht gelb, Medina. Genau, wir hatten gestern unseren Livestream, beziehungsweise heute noch. Und es ist allerhand passiert. Wir haben viele Aktionen gemacht. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß. Kommt gut mit den Leuten klar, vor allen Dingen mit unserem Dialekt. Und ja, ich hoffe einfach, ihr habt gesehen, wir sind eine coole Truppe, wir sind eine lustige Truppe. Und wenn es euch wirklich gut gefallen hat, habe ich mir gedacht, dass wir das Ganze irgendwann nochmal wiederholen werden. Wann? Ist noch nicht klar, aber zu späterer Zeit. Erstmal muss der Kanal wirklich richtig gut laufen. Wir kommen hier nicht wirklich zum Torabschluss. Jetzt vielleicht mal mit Martinetti schießt, aber der Torhüter ist da. Wir kommen nochmal. Nein! Der Ball wird zur Ecke geklärt. Da kommen wir zum Kopfballpfosten. Das ist doch nicht ganz. Kaku, jetzt nochmal, wird durchgesteckt. Oh, gewurschtel. Das ist ein richtig schönes sächsisches Wort, oder? Gewurschtel. Klasse. Zum Livestream, ja, wenn euch was nicht gefallen hat, schreibt es in die Kommentare, in die Kritiken. In die Kritiken, Quatsch, auf Facebook oder Twitter. Lasst positive oder negative Kritik aus. Ich werde mir alles durchlesen und natürlich auch annehmen. Ja, wir kommen hier nicht wirklich zum Zug, nicht wirklich zum Torerfolg, zum Torabschluss. 4 Minuten Nachspielzeit, dann ist Halbzeit. Aber unser Gegner macht das auch nicht wirklich gut. Aber wir sind dabei. Vielleicht jetzt doch noch, nein, doch nicht. Kommt nicht an der Pass. Jetzt spielt der Gegner mal eine ganz kurze Passstaffette über 2-3 Spieler, aber wir sind in der Verteidigung relativ stark aufgestellt und lassen da nichts zu. Die Seko jetzt auf Außen, hakt gut ein, lässt den ersten Spieler stehen, bringt dann die Flanke kurz, aber da steht er da, jetzt wieder die Chance, gewurschtel, Abschluss! Mann, oh Mann, oh Mann, da ist jetzt Halbzeit, aber wir müssten vielleicht jetzt schon, wie ihr seht, Schüsse 5-2, vielleicht auch führen, aber naja, schauen, was Halbzeit 2 bringt. Aquilanti, versucht hier einen Trick anzutäuschen, klappt nicht ganz, aber jetzt kommt Martinetti, spielt ihn zurück auf Bianchi, der sieht Doninelli, der hackt ein, aber der Gegner ist da. Martinetti holt den Ball zurück, Bianchi. Ja. Schade. Ja, jetzt kommen wir zu dem, was ich noch ansprechen wollte, Thementalks. Wenn ihr irgendwas habt, worüber ich sprechen soll, worüber ich meine Meinung geben soll, sagt mir einfach Bescheid, schreibt es überall hin, wo es reinzuschreiben geht. Ich werde mir dann Gedanken machen
welche Themen ich analysieren sollte. Hier kommen wir durch, schade. Ja, und dann werde ich die natürlich auch ansprechen. Des Weiteren, was ich sagen muss, ich hoffe, ihr seid mir nicht böse, wenn die Call of Duty Let's Plays, Commentaries, Themen-Talks, wie man es auch immer nennen mag, nicht so von großer Leistung sind. Aber ich muss sagen, ich spiele Call of Duty seit 3 Wochen und bin froh, wenn ich eine Quote von 1,0 kommen, da bin ich schon sehr zufrieden. Und das wird erstmal auch mein Ansporn sein, da Gameplays hochzuladen. Ich hoffe natürlich, ich komme auch auf höhere Quoten, aber das weiß man eben nie so richtig. Ich streng mich an und damit ihr auch euren Spaß habt. Und deswegen, ja, lasst vielleicht auch die Hater-Kommentare sein. Ich weiß, ich bin selber noch nicht so stark, aber mit der Zeit wird sich das, denke ich mal, alles ändern. Und falls ihr wirklich sagt, der Kanal, der braucht mal jetzt einen Call of Duty Let's Play oder ein Spiel, was richtig, richtig gut ist, dann schreibt mir eine Nachricht. Ich werde es mir zuschicken lassen und dann werde ich euch und euer Gameplay natürlich auf meinem Kanal präsentieren und hochladen. Jetzt haben wir hier die Ecke. Werd abgefangen vom Gegner. Und jetzt macht das schnell. Doch nicht. Ja, kommt jetzt über die Außen. Das macht er gut. Verdo am Ball, aber Aquilanti steht da. Pizzini mit dem Doppelpass. Dann nach vorne, aber mit dem Fehlpass. Das kann natürlich katastrophal enden. Da bringt er die Flanke, aber wir stehen da. Diseko, Kakuro wieder mit dem Fehlpass. Also unsere Passquote ist in diesem Spiel nicht sehr berauschend. Das muss besser werden in den nächsten Spielen, wenn wir wirklich erfolgreich spielen sollten oder wollen. Aber wir fangen gut den Ball ab. Doninelli wieder mit dem Ballverlust, aber er selber macht auch relativ viele Fehler. Jetzt Aduris bringt die Flanke. Gut rausgeköpft, müssen wir aufpassen. Kaku jetzt schnell auf Martinetti, das ist vielleicht die Kontermöglichkeit. Da ist er durch. Doninelli geht. Doninelli setzt seinen Körper rein. Schießt vorbei. Schwache Kür von Doninelli. Das muss natürlich ein Tor sein. Er geht komplett alleine auf den Torhüter zu. Und jetzt, kurzer Abstoß. Kriegt man leider nicht. Spiel ihn nur leicht hoch. Jetzt fangen wir den Ball ab. Geh, Doninelli. Geh. Schießt. Hält er. Nachschussmöglichkeit bleibt uns verwehrt. Jetzt haben wir den Ball. Nein, doch nicht. Schade. Der Gegner kommt wieder über die Mitte. Macht wieder den Fehlpass. Wir aber auch. Katastrophe. Da werde ich natürlich mit den Spielern auf der Bank reden, wer vielleicht reinrücken könnte. Aber allzu viele Alternativen wird es da nicht geben. Und deswegen wird wahrscheinlich die erste Elf weiter erstmal in den nächsten Spiele spielen oder von Anfang an auflaufen. Wir fangen den Ball gut ab. Diseko mit dem Ball nach vorne auf Doninelli, verliert wieder den Ball. Also das Spiel ist kein wahres Topspiel. 79. Minute mittlerweile. Das wird, denke ich mal, bei einem 0-0 bleiben. Der Gegner kommt. Was macht er? Wir kriegen es nicht hin, den Spielort nicht zu wechseln. Bringt die Flanke. Gut gemacht, gut. Rausgeköpft, Doninelli jetzt mit dem Ball auf Martinetti. Holt den Ball trotzdem wieder, spielt ihn nach vorne auf Doninelli. Ball abgeköpft, holen uns ihn wieder. Kakuru auf Doninelli. Nochmal lang gespielt. Flanke, warum schießt er denn da nicht? Bianchi jetzt am Ball, jetzt drück mal. Doninelli kommt durch, Schuss! Traurig. Aber hier muss man mindestens 1-0 führen. Jetzt macht der Gegner einen kurzen Abstoß. Hol mal den Ball. Nein. Rutschen rein. Da ist es 1-0. Martinetti mit dem 1-0 in der 85. Spielminute. Glücklich. Aber auch wirklich, ja, verdient. Leider sehen wir das Tor nicht nochmal in der Wiederholung.
Und jetzt versucht das. Der war ganz, ganz knapp. Zentimeter am Tor vorbei. Und wir machen jetzt, ja, das Spiel relativ langsam. Der Gegner hat Spaß. Er kretscht, yeah. Das sieht man wieder, dass manche Spieler nach dem 1-0 in der 85. Minute keine Lust mehr haben zu kämpfen. Die Moral ist gesunken bei ihm. Und da wird auch nicht viel kommen. Ja, Pissini hier mit dem Ball und da rutscht er wunderschön. Wir brauchen eigentlich nur durchgehen. Spielen den Ball jetzt lang auf Di Secco. Der Sidoninelli und was er da macht, das weiß ich selber nicht. Den muss er doch eigentlich mit dem Kopf richtig gut reinhämmern ins kurze Eck. Ja, Di Secco am Ball. Wir haben 3 Minuten Nachspielzeit. Da kommt der Ball auf Martinetti. Sweetie Goal. Na, wunderschön. Ja, das musste jetzt einfach mal sein. Wir mussten sicher gehen, dass wir das Ding auch gewinnen. Deswegen halte ich natürlich nochmal an. Und da kriegt man auch die Trophäe. Dreist. Ja, war ein schönes Tor. 2-0. Das Ding ist entschieden. Und was macht unser Gegner? Ja, der rennt durch. 14 Tor. Los, mach das Ding. Und er schießt den Torhüter an. Aber wir stehen da. Doninelli macht sein 2. Tor. Auch in der 90. Spielminute. Ja, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. War dann letztendlich doch verdient. 3-0. Und da macht er dasselbe wahrscheinlich nochmal. Er geht. Geh weiter. Ja, und jetzt macht das Tor. Und. Oh. Schade. Ein 4-0 hätte auch klasse gepasst. Und was macht er jetzt? Oh, er jongliert. Was machen wir? Ah, da probieren wir den Lupfer. Schade. Ja. Passiert. Und da haut er den Ball weg. Wir fangen den Ball nochmal ab. Und dann ist Schluss. Wir gewinnen das 2. Spiel. 3-0. Martinetti einmal, Doninelli zweimal. Und da kriegen wir 497 Münzen. Schauen nochmal ganz kurz in die Spieldetails. Wie ihr seht, 12 Schüsse, 5 aufs Tor. Passgenauigkeit nur 78%. Schussgenauigkeit liegt auch nur bei 41%. Das muss besser werden. Aber das war's. Wie ihr seht, 6 Punkte aus den letzten 3 Spielen. Schade. Aber ich verabschiede mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Ultimate Aussie. Designated driver, but I'm drinking till my wallet's closed. This right here, that's rock and roll. You just call it Rocky Road. Sorry. Das war's schon wieder mit der nächsten Folge. Falls ihr gerade nichts zu tun habt, schaut auch mal in meine anderen RTGs, Pokémon Smaragd rein. Oder schaut einfach bei Facebook oder Twitter oder klickt einfach mal auf Abonnieren, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ich bin raus, ich bin's, euer Ultimate Aussie. Ciao.